In diesem Video möchte ich etwas zeigen im Zusammenhang mit Variablen und dem Scope. Der Scope ist der Wirkungsbereich eines Blocks in JavaScript und ein Block, das ist etwas, was zwischen geschweiften Klammern steht. Und in JavaScript ist es so, dass diese Scopes voneinander getrennt sind und sie waren es lange nicht. Das ist erst in den letzten Jahren mit Updates des Sprachstandards gekommen, dass das eingeführt wurde. Aber es ist so, dass wenn ich zum Beispiel in Function Setup drin eine Variable deklariere, let a, und ihr einen Wert zuweise, gleich 100, und ich versuche außerhalb dieses Scopes, also entweder in Draw, in einem anderen Scope, Console Log a, wenn ich das versuche, kriege ich eine Fehlermeldung, und wenn ich es komplett außerhalb versuche, kriege ich auch eine Fehlermeldung. Was funktioniert ist, wenn ich es im globalen Scope, also ganz außerhalb, wenn ich es dort definiere und dann in einem untergeordneten Scope, jetzt zum Beispiel in Setup, wenn ich dort versuche, auf diese Variable zuzugreifen, das geht dann. Und jetzt sehe ich hier, 100 ist hier bekannt. Und dann gibt es so Dinge wie eine wahrscheinlich versehentliche Redeklaration dieser Variable innerhalb von Setup. Wenn ich hier sage, a ist gleich 50 und dann sage Console Log a, schauen wir, was passiert. Jetzt kriege ich 50. Und wenn ich wieder außerhalb des Scopes bin, da, und dort sage Console.log, hey, kriege ich 100 und 50. Jetzt, die Reihenfolge ist etwas irritierend, aber wichtig ist, dass innerhalb dieses untergeordneten Scopes, es ist keine gute Idee, das zu tun, aber ich könnte theoretisch eine Variable neu deklarieren und sie gleich nennen, wie eine, die es schon gibt. Dann wird, solange wir uns hier in dieser Setup, in diesem Scope befinden, wird das äußere A, das den Wert 100 hat, wird überschattet. Also heißt auf Englisch in der Fachterminologie Shadow, das wird überschattet von dieser neuen Variablen A. Und sobald wir wieder aus dem Scope raus sind, gilt wieder der übergeordnete vorherige Scope und dort ist A gleich 100 und nicht gleich 50. Also das sind zwei verschiedene Dinge, auch wenn sie gleich heißen. Und wenn ich versuche, im gleichen Scope zweimal eine Variable zu deklarieren mit let, dann kriege ich eine Fehlermeldung. Das darf ich nicht tun. Also das ist so JavaScript, eine JavaScript-Grundlage, die noch wichtig ist. Und das ist auch der Grund dafür, dass du außerhalb von Setup und von Draw keine P5-Funktionen benutzen kannst. Wenn ich sage random und möchte damit einer Variablen einen Wert zuweisen, dann kriege ich Ärger und es das heißt dann, wir wissen nicht, was random ist. Der Grund dafür ist, dass random eine P5-Funktion ist, das JavaScript, den JavaScript-Zufallsgenerator vereinfacht und auch erweitert um bestimmte Funktionen. Aber das ist außerhalb von Setup und Draw nicht bekannt. Ich kann dort keine P5-Funktionen und Variablen verwenden. Hier als Klammerbemerkung in JavaScript gibt es ein Math-Objekt und eine Methode. Das Math-Objekt heißt random und das gibt dann wieder Zufallszahlen, dass so etwas funktioniert. Jetzt gibt es einen konkreten Fall, dem du begegnen wirst und den du jetzt hoffentlich verstehst, nachdem ich das erklärt habe. Und das ist, wenn du etwas vorbereitest im Setup. Und du musst dort eine Variable initialisieren, die du dann in Draw benutzen kannst. Dann
ist es vielleicht nicht unmittelbar klar, wie das geht. Und ein Muster, das sehr häufig vorkommt, ist das folgende, dass ich sage let a und das so stehen lasse, ohne einen Wert zuzuweisen. Das ist in JavaScript möglich und das hilft dann bei so etwas, weil aus Setup heraus sehe ich den globalen Scope, der Scope außerhalb. Ich sehe in Setup drin, dass es eine Variable namens a gibt und ich kann jetzt von da aus auch darauf zugreifen und einen Wert zuweisen und ich kann schreiben a gleich zum Beispiel die Breite. Das ist etwas, was erst in Setup bekannt ist, weil ich muss zuerst einen Canvas generieren, der zum Beispiel jetzt 400 mal 400 Einheiten misst und erst dann habe ich eine Variable, die Width heißt und einen Wert hat. Und die Hälfte dieses Wertes, oder sagen wir, der Wert multipliziert mit Random, was auch eine P5-Funktion ist, das speichern wir in dieses A, das geht. Und das kann ich dann in Function draw brauchen und sagen, ich will eine Ellipse und die Ellipse ist meinetwegen unter dem Cursor positioniert und hat als Durchmesser diesen Wert A, das geht. Und wenn ich das nochmal ausführe, dann ändert A oder müsste A verschiedene Breiten annehmen. Das irritiert mich. Okay, jetzt ist es schmaler. Also so etwas, das ist ziemlich typisch. Und hier als theoretische Information, in JavaScript unterscheiden wir zwischen der Deklaration. Das ist hier, wenn ich sage, ich möchte diese Variable entstehen lassen. Das ist die Deklaration oder Deklarieren. Und dann die Wertzuweisung heißt Initialisierung. Also ich deklariere eine Variable, indem ich sage, du existierst und ich initialisiere sie, indem ich hier einen Wert zuweise. Und du kannst das auf einer Zeile machen und sagen, let a gleich 100. Oder du kannst das so wie hier in verschiedene Stufen unterteilen und dann aus einem Scope heraus, wo bestimmte Dinge bekannt sind, die im globalen Scope nicht bekannt sind, das in diese Variable speichern. Und dadurch, dass A eben im globalen, im äußeren Scope deklariert wurde, ist sie eben in Draw bekannt und jetzt kann ich auf A zugreifen.